Leon, ich glaube nicht, dass das ein verlassener Silo ist. Hier ist eine abschussbereite R9 Deviatka. Fagin hatte wirklich was Großes vor. Siehst du den Abschusscomputer? Er zeigt den laufenden Countdown an und ich komme mit meinem Zugriffscode nicht rein. Verdammt, du musst die Selbstzerstörungscodes finden und sie zünden, wenn sie die Atmosphäre erreicht. Wo finde ich die Codes? Da ist eine Tafel an der Rakete, am unteren Ende. Geh runter auf Ebene 3, bevor sie abgeschossen wird. Danach musst du auf Ebene 2 gehen und die Sprengung auslösen. Десять, дев'ять, вісім, сім. Markinson! Ich wusste, dass Sie irgendwann dahinter kommen würden. Auf meine Leute ist eben immer Verlass. Wo ist Römer? Das fragen Sie mich. Wie lange arbeitet Römer schon für Sie, Markinson? Seit Ihrer Mission in Costa Rica. Als Sie die Verbindung zwischen Römers Plantage und Fagin entdeckt haben, habe ich mir Informationen von unserem WHO-Agenten eingeholt. Und beschlossen, dass Sie den Virus selbst haben wollten? Eigentlich für den Geheimdienst. Und die Rakete? Die Rakete war meine Idee. Markinson wollte sie stoppen, aber er kam zu spät. So wie Sie. Wer ist das Ziel? Römer! Ist das wichtig? Die NATO-Zentrale verfolgt den Raketenabschuss. Alle Europazentralen wurden auf DEFCON 3 beordert. Wenn du den Zünder auf Ebene 2 nicht rechtzeitig erreichst, steht uns der dritte Weltkrieg bevor. Leon, ich hab's geschafft. Ich zünde den Raketensprengsatz. Jetzt.
NATO-Spionagesatelliten verfolgen sie. Jetzt! Gott sei Dank, Gabe! Du hast es geschafft! Ich lade jetzt die Virusdaten runter. Bin bereit zum Abholen. Wissen Sie nicht, wann's reicht, Logan? Wir wären doch ein tolles Team gewesen. Das glaube ich nicht. Was halten Sie davon, Ihre Partnerin langsam und grauenvoll sterben zu sehen? Sie leben. Logan! Logan! Was jetzt? Die im Labor arbeiten an der Diskette und deinem Gegenmittel. Nein, ich meine all das hier. Was war hier los? Markinsons Geschäfte mit Fägen, Römer, ihre Pläne, das Virus? Was das sollte? Ich weiß es nicht. Da Markinson tot ist, werden wir es wohl auch nie erfahren. Gute Arbeit, meine Liebe. Gute Arbeit.